Der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du dir mein Video anschaust. Heute sind wir wieder unterwegs hier im Weserbergland. Ich zeige euch ja in meinen aktuellen Videos einige schöne Ecken hier in dieser schönen Landschaft. Und heute sind wir dann beim Schloss Himmischenburg in der Nähe von Bad Pyrmont. Also es liegt zwischen Emmertal und Bad Pyrmont. Ist wirklich sehenswert, ist ein Wasserschloss. Und ich möchte euch jetzt wieder ein bisschen was über den geschichtlichen Hintergrund dieses Schlosses erzählen. Und dann zeige ich euch wieder einen kleinen Videoclip mit Drohnenaufnahmen, die ich hier gemacht habe. Ja, dann kann es losgehen. Bei dem Schloss Himmischenburg handelt es sich um ein Wasserschloss im Weserbergland. Es gilt als eines der Hauptbauwerke der Weserrenaissance. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde dieses Areal 1414 als Burg Himmersen. Die Burg Himmersen wurde dann während der großen Stadtfehde 1487 zerstört. Anschließend wurde die Burg jedoch von der Ritterfamilie Klenke wieder aufgebaut. Die Klenkes änderten dann auch gleich den Namen der Burg in Himmischenburg, was so viel bedeutet wie Hermannsienburg, also Hermann seine Burg. 1544 ist dann das Areal noch einmal komplett niedergebrannt. Ab 1588 wurde die schöne Burg dann als Wasserschloss neu aufgebaut. Das Geld für den Aufbau hatte die Familie Klenke hauptsächlich durch Zölle, durch den Warenverkehr, der hier so durchkam, über die Weser und von der Straße her. Ganz interessant ist auch, dass die Schlossherrin von Himmischenburg, Anna zu Holle, mit dem General Tilly im Dreißigjährigen Krieg einen Schutzvertrag für die Burg aushandelte, der es jedem Soldaten verbot, auch nur einen Fuß in die Burg zu setzen. Und das bei Todesstrafe. So konnte die tapfere Schlossherrin verhindern, dass die Himmischenburg im Dreißigjährigen Krieg geplündert oder gar zerstört wurde. Ja, das war jetzt also mal ein bisschen Geschichte vom Oberlehrer Matthias hier für euch. Ich werde jetzt gleich mal die Drohne starten, dann zeige ich euch den Clip, den ich hier so gefilmt habe, rund um die Himmischenburg. Wir sehen uns dann zum Schluss noch einmal. In and out of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words you beat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. It's deja vu. Memories come back when I'm with you. A thousand times, set up a stage of lies. Say we're done, say it's over. Shouldn't be coming back, but somehow we connect. Acting drunk even though we're sober. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence.
be good, but we keep lighting fires. The words repeat cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. We keep on talking and talking, talking and talking. Ja, das war dann also wieder mein kleines Video hier aus dem Weserbergland von meiner Tour, diesmal an der Hämischen Burg. Ich bedanke mich, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt, dass ihr nicht nur vorgespult habt. Tja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen kleinen Daumen nach oben da oder gebt mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich auch immer sehr. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, habt viel Spaß. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.